heute zeigen wir euch den Tiptoy-Globus. So. Muss man immer vorher auf das Anschaltzeichen gehen. Ach, übrigens, hier ist so eine Tafel dabei. Mit den ganzen Sachen drauf. Und das ist aber auch nochmal hier auf diesem Globus drauf. Falls man jetzt die Karte mal nicht zur Hand hat oder so, aber wir finden die Karte besser, weil da ist einfach alles auch viel größer drauf. Und da sind verschiedene Sachen, zum Beispiel Namen. Kann man hier auf so ein Land gehen. Mach das mal ein bisschen lauter hier. So, hier. Also da sagst du als die ganzen verschiedenen Länder und dann Hauptstädte, ich bin hier von Russland. Die Hauptstadt von Russland ist Moskau. Was ich auch gut finde, die sagen dann nochmal das Land und dazu die zugehörige, zugehörige Hauptstadt. Da muss man auch jetzt gar nicht lesen können. Einwohner. Noch Fläche. Machst du mal? Mach nur vorne, damit der Tag mal besser filmen kann. Afghanistan, 652.000 Quadratkilometer. So. Kontinente. Der Großteil von Russland liegt in Asien, ein Teil aber auch in Europa. Haben wir das richtig gut erklärt. Dann Sprache, welche Sprache man halt spricht, zum Beispiel hier. In China wird Chinesisch gesprochen. Man begrüßt sich mit Ni Hao. Das ist also bei jedem Land, das ist auch die Begrüßung. Also zum Beispiel jetzt hier. In Kasachstan wird Kasachisch gesprochen. Man begrüßt sich mit Selimetsis B. Also das ist bei jedem Land, das auch, das, wie man sich halt begrüßt. Mami, heißt das Hallo? Ja. So, höchster Berg. Nochmal hier. Der höchste Berg des Iran ist der Kuh-e Damavand mit 5671 Metern. Willst du nochmal? Hm? Hier war Interessantes. Interessantes. So, dann gehen wir irgendwo hier vorne. Die größte Einnahmequelle des Landes ist das Saudi-Arabien besitzt die größten Erdölvorkommen der Welt. Da wird halt immer das Interessanteste von dem Land halt gesagt. Dann Geografie. Die Türkei ist circa doppelt so groß wie Deutschland und liegt nur zu 3% in Europa. Die übrigen 97% liegen in Asien. Das ist halt richtig gut erklärt. Dann Zeitzone. Und da unten sind auch noch das so welche. Das sagen wir gleich. Hier ist es 7 Stunden. Später als in Deutschland. Also es wird immer erklärt, wie viele Stunden später oder früher es halt in Deutschland ist. Tiere. Hier sind so verschiedene Tiere drauf. Bei den Ländern. Ganz verschiedene. Zum Beispiel hier. Katzen können noch besser hören als Hunde. Besonders in den hohen Frequenzbereichen hören sie sehr gut. In diesen Bereichen geben Mäuse nämlich Geräusche von sich. Das ist auch schön, da sind so verschiedene Tiere drauf, da kann man halt drauf gehen. Und dann gibt es hier auch noch Spiele, die man machen kann. Es ist bis zu 4 Spieler. Das haben wir aber jetzt noch nicht so oft gemacht, weil meistens holt die Luisa sich den Globus ganz alleine und dann kann die auch mittlerweile schon viele Länder sagen, wo die sind. Und wir hatten früher, also die Laura, als die Laura noch klein war, hatten wir diesen Globus als Puzzleball gehabt. Und den finde ich aber nicht so gut, weil wenn man da ein bisschen fester mit dem Stift drauf geht, dann verrutschen je nachdem die Puzzlestücke immer so nach innen. Und dann müsste man den ganzen Puzzleball aufmachen, um das Stück wieder nach oben zu bekommen. Deswegen, jeder ist besser. Der besteht hier aus so 2 Teilen. Die steckt man aufeinander und macht hier oben und unten fest. Finde ich jetzt besser. Aber wir hatten sonst dieses ältere Modell von dem Stift. Und finde ich jetzt, dass der Globus darauf nicht so gut reagiert hat. Also der Stift nicht so gut auf diesen neuen Globus reagiert hat.
Aber der ältere Stift reagiert gut auf diesen alten Globus. Deswegen haben wir jetzt den neuen Stift geholt, weil das geht, finde ich, jetzt hier 1000-mal besser damit. Und der neue Stift, der hat hier so einen Player noch dran. Und da kann man auf der Tip-Toy-Seite verschiedene, das sieht hier so aus. Und da ist auch hier dieser Anschluss hier verdeckt. Und dann kann man auf der Tip-Toy-Seite kann man sich verschiedene CDs kaufen. Ich glaube von Detlef Jöker. Wir haben jetzt die Eiskönigin drauf gemacht, das zeige ich euch jetzt mal. Wenn du zu den Liedern oder Hörbüchern wechseln möchtest, dann drücke nochmal auf diese Lieder, Hörbücher. So. Achso, das war von eben noch. Ja, Luisa hat das eben gehört, sie ist halt die Eiskönigin völlig unverfroren drauf. Und dann kann man, wenn man das hört, den Stift hier schön reinstecken. Hier kann man auch Pause machen und wieder einschalten. Und wenn man dann halt das hört, dann kann man das schön hier in die Halterung reinstecken und kann man das halt hören. Und die Eiskönigin, völlig unverfroren, hat jetzt gekostet 6 Euro. Die muss man sich dann halt da runterladen, kann man auch über PayPal bezahlen. Und dann hat man die direkt auf dem Stift. Also kann man sich am Computer dann drauf machen. Und da gibt es verschiedene CDs, die man sich da kaufen kann. Finde ich eigentlich ganz gut, weil Luisa hört abends schon mal gerne CD. Und dann stellen wir einfach den Stift neben das Bett und dann kann die dann ganz schön hören. Und die Olschis, die sind hier sowieso schon drauf. Das ist so standardmäßig. Und wir haben jetzt hier, da kann man verschiedene Hüllen, aber das geht nur bei dem neuen Stift, kann man verschiedene Hüllen drauf machen. Wir haben jetzt die lilane genommen, da kann man, gibt es glaube ich noch grüne und rot oder ich weiß jetzt nicht, welche Farben es alles gibt. Und dann muss man einfach auf den weißen Knopf drücken und dann ist die Hülle schon ab. Genau, da kann man. Und dann kann man dann noch Batterien wechseln. Genau, also der Stift gefällt also mir jetzt so schon. So sieht sie dann aus. Mhm, genau. Der Stift gefällt mir jetzt besser, weil man da auch die Hüllen wechseln kann. Für ein Mädchen finde ich das halt schön. Auf jeden Fall finden wir den Globus richtig klasse. Und wir würden den immer wieder kaufen. Also wie gesagt, wir hatten den bei der Laura schon gehabt, hatten den aber damals verschenkt, weil Laura wollte den irgendwann nicht mehr. Und jetzt haben wir hier diesen geholt. Aber den finde ich echt wirklich viel, viel besser, den man hier zusammenstecken kann. Und ja. Wir hoffen, wir haben euer Interesse auch geweckt. Ist wirklich ein Kauf wert. Luisa hat wirklich, nur dir gefällt das sehr gut mit dem Globus. Mhm. Machst du gerne. Ja. Ja. Okay, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch. Lasst uns gerne ein Abo da und ein nettes Kommentar. Und wir wollten euch noch sagen, da unten ist noch so Pinguin. Ja, das ist die Antarktis, ne? Das findet die Luisa total interessant. Dass ja, es da unten Pinguine und hier, gibt. Da, falls man nicht mehr die Karte drauf hat, dann ist genau. Hier das noch da drauf. Okay. Und hier. Ja, und hier sind halt noch diese ganzen Länder drauf. Gut. Auf jeden Fall ist der Globus wirklich sehr, sehr, sehr schön. Okay, wir sagen dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.